Die mit Abstand wichtigste Nachricht aus meiner Sicht war heute die Meldung der polnischen Nachrichtenseite Onet.pl, die sagte, Russland hat Polen den Gashahn abgedreht und wenn dem so ist, wann dreht Putin uns den Gashahn ab? Also uns Deutschen schauen wir uns diese Meldung mal an, die für einen sehr schnellen und heftigen Anstieg des Gaspreises kurzfristig zumindest gesorgt hatte. Da heißt es nie offiziell nie via domo. Ich lese das mal auf Polnisch vor, damit das für Sie alles klar ist. Jewimnione Piątek, upinało termin ureglowania płatności za gaz w rosyjskie walucie. Also es geht um diese Rubelzahlungen, wie Sie sicherlich alle verstanden haben. Und diejenigen, die Polen sind, die mögen mir das verzeihen, was ich hier gerade breche. Jedenfalls ist es so, dass hier die Rubelzahlungen offenkundig das Relevante sind. All das sei nie offiziell, also nicht offiziell, so heißt es hier. Für Polen wäre das eine ziemliche Katastrophe, denn Polen bezieht, ähnlich wie Deutschland, 55% seines Gases aus Russland, hat aber das Thema, dass man von dieser Jamal-Plattform abhängig ist, während Deutschland ja immerhin diese Nord Stream-Plattform noch hat. Nord Stream 1, Nord Stream 2 ist ja nicht gekommen. Also das wäre ein richtiger Hammer. Kurz bevor ich dieses Video gemacht habe, kam dann die Meldung von Gazprom, oder bevor ich jetzt hier in den Aufnahmekeller gegangen bin für Sie, kam die Meldung von Gazprom, nein, wir haben die Gaslieferungen an Polen nicht eingestellt, aber, und jetzt der Zusatz, Poland has to pay for gas today under new ruble rules. Also Polen muss ab heute unter diesen neuen Rubel-Bedingungen bezahlen. Jetzt war ja eigentlich der letzte Stand der, dass niemand wirklich in Rubel direkt bezahlen muss, sondern weiter in Euro oder Dollar, je nachdem. Aber das Ganze auf ein Rubelkonto, dann wird das Ganze in Rubel umgewandelt bei der Gazprombank. Und erst wenn diese Umwandlung komplett abgeschlossen ist, gilt sozusagen das gelieferte Gas als bezahlt. Jetzt sagen viele westliche Länder, nö, das wäre ja eine Umgehung der Sanktionen, machen wir nicht. Also die ganze Geschichte ist nicht vom Tisch, die Kuh ist nicht vom Eis. Die Frage ist, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir kommen jetzt ohnehin in eine neue Phase dieses Ukraine-Krieges, an den immer mehr auch der Westen jetzt eingebunden wird. Zum Beispiel mit der Meldung Trafigura, einer der ganz, ganz großen Rohstoffhändler, die allesamt in der Schweiz sitzen, meine Damen und Herren, in der so neutralen Schweiz. Da heißt es, man wird also die Geschäftsverbindungen mit Rosneft, diesem russischen Ölkonzern, schon bereits vor dem 15. Mai beenden. Das war vorher sozusagen das, was man gesagt hatte, zum 15. beenden wir es. Jetzt sagt man, wir beenden es vor dem 15. Und wie gesagt, Trafigura ist neben Vitol, neben einigen anderen, der ganz große Dickfisch in diesem ganzen Rohstoffsektor. Jetzt hatte Polen gestern in Gestalt des Ministerpräsidenten gesagt, ja, wir liefern Panzer in die Ukraine. Yes, I confirm, so der polnische Ministerpräsident, dass wir bereits Tanks, Panzer geliefert haben in die Ukraine. Ich werde nicht über die Anzahl sprechen, aber dann irgendwann werden wir die Daten veröffentlichen. Also Polen hat gesagt, wir haben bereits Panzer geliefert. Deutschland will jetzt Panzer liefern, nämlich sogenannte Gepard-Panzer. Hier ist die Entscheidung offenkundig gefallen, hier einige dieser Gepard-Panzer, die vor allem für Flugabwehr wohl geeignet sind, in die Ukraine zu schicken. Aber dann auch die Meldung, Deutschland hat 23.000 Schuss Munition für diese Gepard-Panzer. Das reicht für 20 Minuten. Ne, das ist eine ganz neue Dimension des Begriffs Blitzkrieg, den wir hier einführen. Wahrscheinlich denken sich die Russen, ja gut, schaust du mal die Deutschen an, ne, was die heutzutage unter Blitzkrieg verstehen, ne, den brauchen wir nicht einmal das Gas abdrehen, gell? Die sind sowieso irgendwie ein bisschen neben der Spur. Also auch das dann wieder ein großartiger Beweis der Leistungsfähigkeit der Bundeswehr. Aber Spaß beiseite, wir sehen auch in Moskau offenkundig eine Radikalisierung, die sogenannten Schiloviki, das sind Leute aus hohe Offizielle aus dem Geheimdienst, aus dem Militär, die sagen, naja, das was da passiert ist uns zu weich, der Westen führt faktisch Krieg gegen uns, liefert Waffen und wir lassen das irgendwie zu, dieser Krieg muss ausgeweitet werden, wir wollen den totalen Krieg, ein Begriff, den wir in den 1940er Jahren in Berlin von einem etwas merkwürdigen Menschen schon mal gehört haben. Also kämpfen wir in einem Krieg oder spielen wir nur herum? Also die Stimmen in Moskau mehren sich
dass dieser Krieg radikalisiert werden müsse. Und die westliche Seite ist da auch gut dabei. So hat zum Beispiel jetzt die britische Regierung offenkundig die Ukraine aufgefordert, Mensch, beschießt doch mal Ziele in Russland selber. Wenn die Russen euch überfallen, dann sorgt dafür, dass der Krieg auch nach Russland kommt. An sich eine logische Überlegung. Und es gab ja schon zuletzt in den letzten Tagen merkwürdige Vorfälle, dass plötzlich da Brände waren in Verteidigungsinstitutionen etc. in Russland, in mehreren Städten in Russland. Sehr wahrscheinlich, dass da ein Muster, ein Schema dahinter steckt. Großbritannien also sagt, macht das immer mehr. Daraufhin hat jetzt Russland wiederum gesagt, wenn das passiert, dann werden wir zurückschlagen, gleich werden wir scharf und hart auch antworten gegen Großbritannien. Das heißt, da ist Großbritannien jetzt schon im Fokus. Heute Morgen hat er ja Lavrov, der russische Außenminister, bereits gesagt, ja, die Gefahr eines Nuklearkrieges sei real, absolut seriös und real, weil die NATO sich eben in diesem Krieg gegen Russland beteilige. Das ist also jetzt doch durchaus so oder so eine Radikalisierung, eine Eskalation wieder dieser Situation. Kommen wir jetzt zu China. Wir waren bei Russland, NATO, jetzt kommen wir zu China. Da scheint ja Peking jetzt auch in den Lockdown zu gehen. Das macht ökonomisch keinen Sinn. Diejenigen, die vermuten, dass das ist, dass dieser Lockdown in China passiert, um den Westen zu schwächen, die liegen hier falsch. Peking spielt für den Westen, für die Wirtschaft des Westens praktisch keine Rolle, sondern Shanghai spielt die Rolle. Viele Städte, die Millionen Einwohner haben, die hier aber keiner kennt, spielen eine ganz große Rolle, weil sie jeweils in einem Sektor maßgeblich sind für die Weltproduktion in China oder das, was da produziert wird in bestimmten Sektoren. Jetzt hat Xi Jinping laut Wall Street Journal gesagt, also trotz dieses Lockdowns wollen wir bei unseren BIP-Zahlen die Amerikaner übertreffen. Da werden dann wieder die Beamten irgendwie gucken, wie sie das Ganze gerade rechnen können, gell? Also die chinesischen BIP-Zahlen sind ja in etwa so zuverlässig wie Elon Musk in seinen Tweets. Schauen wir uns jetzt mal eben diesen Elon Musk an, der hat ein bisschen schlechte Laune. Vielleicht hat er jetzt auch das Falsche geraucht, gell? Das kann sein, ne? Weil plötzlich ist die Aktie 10% im Minus. Und meine zweitbeste Freundin Cathy Wood leidet auch darunter, 5%, wieder mal der ARK Innovation Bubble Fund. Dementsprechend ist auch da die Laune wahrscheinlich nicht so gut. Insgesamt scheint man es von den Tesla-Aktionären nicht so zu schätzen, wenn der Elon sich engagiert in Sachen Twitter. Das hat er ja wohl jetzt schon im Sack. Allerdings sehen wir jedes Mal, wenn es irgendwo um Twitter ging, dann ist die Tesla-Aktie gefallen. Also die mögen das nicht und viele andere scheinen es auch nicht zu mögen, dass Elon Musk, der reichste Mann der Welt, jetzt Twitter übernimmt. Wir haben einen Anstieg von etwa 700% der Google-Anfragen in Sachen Delete Twitter, lösche Twitter. Und das ist in den USA ganz ähnlich wie international. Also der eine oder andere ist da nicht begeistert. Nicht begeistert sind heute auch die Märkte, vor allem die Tech-Aktien. Tesla ist da nur die Spitze des Eisbergs, 3% etwa der Verlust, größter Verlust seit um und bei Anfang März, soweit ich das jetzt erinnere. Wir sehen aber vor allem, dass die kürzer laufenden Anleiherenditen in den USA so stark gestiegen sind und Lance Robert weist darauf hin, historisch ist es so, dass ein schneller Anstieg, ein so schneller Anstieg, wie wir ihn gesehen haben, jetzt der Anleiherenditen bei den kürzeren Laufzeiten zu Rezessionen oder Market Events führen wird, also Events, Ereignissen an den Märkten. Wir sind jetzt 4 Standardabweichungen über den 52 Wochen Moving Average, also 52 Wochen im Durchschnitt. Das war normal dann der Peak für die Renditen und es könnte durchaus sein, dass jetzt eine Verunsicherung eintritt, die so groß ist, dass man dann doch wieder in Staatsanleihen flieht. Das würde bedeuten, dass dann Nachfrage nach Staatsanleihen entsteht, was wiederum die Renditen nach unten drücken würde. Also da könnte durchaus was drin sein, zumal jetzt die Financial Conditions, nämlich die globalen, also das, was sozusagen über Credit Spreads, also die Renditeunterschiede zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, wie auch über Short Rates, also die kürzer laufenden Staatsanleihenrenditen, da sind wir global jetzt schon extrem gestraft. Andreas Steno Larsen sagt deswegen, die 10
großen Zentralbanken, nämlich die Zentralbanken der G10, die würden bereits jetzt alle schon bereit sein, über die neutrale Rate der Zinssetzung zu gehen, also die Zinsen so stark anzuheben, dass sie wirklich die Wirtschaft einbremsen, eben um die Nachfrage, die ja viel stärker ist als das Angebot aufgrund Lockdown, aufgrund Ukraine-Krieg etc., irgendwie mit dem Angebot wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Deswegen sagt er, Positionierung in defensiven Equities, Utilities, Versorger, Consumer Staples, ich hatte schon mal drüber gesprochen, und Healthcare, also Gesundheitssektor. Und er sagt, ja, vielleicht jetzt mal daran denken, Anleihen zu kaufen. Ja, meine ich wirklich, weil es war natürlich hartes Brot für jene, die in Anleihen investiert waren. Die sind ja abverkauft worden. Und Tailbats halten solche Sachen wie Gold etc. vielleicht keine dumme Idee. Darauf kommen andere jetzt auch. Wir sehen das Put-Call-Ratio in den USA, also das Verhältnis von Puts zu Calls im Optionsbereich, Puts meistens als Absicherung für bestehende Long-Portfolios, ist jetzt so hoch wie seit dem Crash in Corona nicht mehr. Damals Februar, März, ja, die Märkte, die lange geglaubt hatten, die Aktienmärkte, die wollen doch nur spielen da in China mit ihrem komischen Virus, gell? Das hat ja mit uns nichts zu tun. Als dann in Italien plötzlich die Zahlen nach oben gehen, da lief es den Märkten dann plötzlich eiskalt übers Hirn und man hat sich gedacht, okay, dann müssen wir halt verkaufen. Jedenfalls jetzt Absicherungsbedürfnis sehr, sehr groß. Viele scheinen offenkundig nicht abgesichert gewesen zu sein. Und nicht abgesichert sind sicherlich auch jene, die sich zuletzt noch in den US-Immobilienmarkt investiert haben. Im Februar sind, wie Case-Shiller-Daten heute zeigten, die Preise nochmal auf ein historisches Hoch gestiegen. 20% zum Vorjahresmonat, größter Anstieg, der jetzt hier verzeichnet wurde. Die Preise sind etwa 2/3 höher als auf dem Hochpunkt der Immobilienblase in den USA. Deswegen müssen die Amerikaner immer mehr Geld aufnehmen, um diese Schulden, die sie bei dem Kauf einer Immobilie hier eingehen müssen, auch wirklich zu bezahlen. Jetzt sehen wir, dass die Mortgage Rates steigen, also die Hypothekenzinsen steigen, und die meisten Amerikaner finanzieren ja solche Immobilienkäufe flexibel. Das heißt, steigen die Zinsen, dann merken die das direkt in der monatlichen Rate, die sie auch bezahlen müssen. Und jetzt sehen wir, dass die Hausverkäufe zurückgehen, minus 8,6% im März. Das ist der größte Rückgang seit einem Jahr genau, während gleichzeitig der durchschnittliche Hauspreis, also beziehungsweise der Medianhauspreis, also 50% sind drüber, 50% sind drunter, bei 21,4% gestiegen ist. Ein durchschnittliches Haus kostet $436.700, nämlich der Medianpreis, nicht der durchschnittliche. Der durchschnittliche Preis ist $523.900, also da ist einiges los. Und die Amerikaner sind als Konsumenten ohnehin unter Druck, denn 40% der US-Small-Businesses wollen jetzt ihre Preise, ihre Verkaufspreise um mindestens 10% anheben, mindestens 10%. Über 2/3 der Firmen haben gesagt, dass sie in den nächsten 3 Monaten das machen wollen. Fast 90% der Firmen haben gesagt, ja, wir haben bereits die Preise kürzlich angehoben. Da kommt also einiges nochmal an Inflation auf uns zu. Inflation ist ja qua Definition Verbraucherpreise. Und diese Kombination zwischen massiv steigender Inflation, die nicht zurückgeht, während gleichzeitig die Nachfrage nicht mehr steigen kann, weil eben die Preise zu teuer sind, die dürften, wie hier Bank of America prognostiziert, in seinem Global EPS-Modell, also praktisch ein Modell, das die Gewinnsituation für Unternehmen global vorzeichnet, und wir sehen, da sind wir schon im Negativen, das dürfte bedeuten, dass dann auch die Gewinne der Unternehmen deutlich einbrechen werden. Und wenn wir jetzt hierzulande uns wieder befinden, dann ist es ja so, dass die Franzosen, pardon, kleine Alterserscheinung, dass die Franzosen jetzt Macron gewählt haben. Macron hat den Franzosen ähnlich wie Le Pen das Blaue vom Himmel versprochen, dass da die Verschuldung weiter massiv steigt, ist natürlich klar. Gott sei Dank ist dann eine Französin mit Lagarde an der Spitze der EZB, weswegen es vielleicht keine so schlechte Idee wäre, die EZB abzuschaffen. And the ECB, da bin ich übrigens der Meinung, dass das erforderlich ist. Jedenfalls sehen wir uns mal die Verschuldung der Franzosen an. Die Gesamtverschuldung, etwa 317% des BIP, das war aber so vor Corona noch, das dürfte noch deutlich gestiegen sein. Wenn wir vor allem staatliche Verschuldung, 100% des BIPs, Unternehmen 155% des BIPs, Privathaushalte 61% des BIPs, aber Privatsektor eben mit 216% des BIPs, der große Faktor, da kommt nur Belgien ran.
Da ist selbst Griechenland ein Musterknabe dem gegenüber. Also da ist das eigentliche Problem. Das Problem ist eigentlich weniger Italien, sondern Frankreich. Spricht nur keiner drüber, sondern immer nur über Italien, die Italiener und so weiter. Aber ce sont les Français, die wirklich hier dangereux sind. Das ist das echte Problem. Und hier sind die Herrschaften, die dafür verantwortlich sind. Nämlich die EZB-Mitglieder, wie sie da harmlos dastehen, aber die Bilanzsumme massiv nach oben gebracht haben, nach wie vor Anleihen kaufen, nach wie vor also wunderbar Benzin ins Feuer kippen. Es ist großartig. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Ereignissen kommen, die jetzt bald stattfinden, nämlich Google und Microsoft zahlen 9:45, soweit ich richtig informiert bin. Hier hat ein Kommentator heute geschrieben, der offenkundig bei einer Agentur tätig ist und mit Agenturen von Influencern, also von YouTube-Influencern zu tun hat, dass das Problem ist, dass jetzt TikTok sich immer stärker durchsetzt, dadurch die Zeiten, in denen Werbung abgespielt wird, immer kleiner werden, immer kürzer werden. Jetzt sagt er, wenn der Content immer kürzer wird, sind automatisch die Gesamtviewzeit und die Platzierung von Werbung, die kann dann nur noch mit Doppelschaltungen kompensiert werden. Exakt das sehen wir bei YouTube. Und genau das ist meinem Kollegen Claudio Kummerfeld auch aufgefallen. Diese massive Werbung, die jetzt plötzlich bei YouTube immer zu erkennen ist, die dürfte sich da schon widerspiegeln, dürfte als Versuch gelten von Google und Alphabet, eben diese Konkurrenz, die durch TikTok der Fall ist, die schon Meta respektive Gesichtsbuch ja massive Probleme bereitet hat. Da werden wir sehen, wie die Aktie darauf reagiert, die zuletzt ja unter Druck war, die aus einem langen Aufwärtstrend rausgefallen ist, 22:15 bei finanzmarktwelt.de oder ab 22:15 werden wir darüber berichten. Und dann noch ein Artikel, meine Damen und Herren, den ich auch Ihnen ans Herz legen möchte, möglicher Gaslieferstopp so stark wären die Wertschöpfungsverluste. Da wird mal geguckt, was das bedeuten würde, wenn Putin uns wirklich das Gas abdreht nach Bundesländern. Sehr, sehr interessante Story, die hier zu lesen ist. Also diese beiden Artikel, Google mit den persönlichen Eindrücken meines Kollegen Claudio Kummerfeld und die Gasgeschichte, die jetzt das große Thema der nächsten Tage und Wochen werden könnte. Ich sage erst einmal Servus und Ciao.